Guten Tag, Prinzessin. Ich bin Prinz Eduard und du bist die wunderschöne Elisa. Ja, das stimmt. Danke. Wir haben ja noch ein wenig Zeit bis heute Abend, bis zum Essen des Kennenlernens. Hättest du Lust, mit mir mein Land kennenzulernen, damit ich dich auch ein bisschen kennenlerne? Ich weiß nämlich nicht, ich könnte mich so heute Abend nicht unbedingt sofort verloben, wenn ich dich gar nicht kenne. Ich finde das eine wunderbare Idee. Das ist sehr schön. Ja, dann können wir gleich starten. Dann nehmen wir die Kutsche und nehmen Anlauf auf das erste Ziel. Ja, das ist wunderbar. Ich sag nur meinem Vater Bescheid. Bis gleich. Den König Eduard gefragt, ob er mit mir das Land kennenlernen möchte und vor allen Dingen mich kennenlernen möchte. Was hältst du davon? Ja, das finde ich eine gute Idee. Ihr könntet die Kutsche nehmen und ihr müsst aber rechtzeitig heute Abend wieder da sein. Wo wollt ihr denn hin? Oh, ich weiß noch nicht. Also wir könnten in den Zoo, das finde ich eine tolle Idee. Ich war schon lange nicht mehr da. Oder vielleicht auch auf den Bauernhof, das ist auch schön. Ich weiß noch nicht, wo es uns hinträgt. Was denkst du? Ja, mein Schatz, macht das ihr beide. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und denkt dran, sei pünktlich. 7:30 beginnt das Verlobungsessen. Alle Gäste werden kommen. Ja, ich mache es. Danke, Papa, ich hab dich lieb. Ich habe eine Frage. Ja, was möchtest du denn? Ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Was gibt es denn? Ich möchte gerne heute Abend Götterspeise essen. Ist es möglich? Ich gehe jetzt mit meinem Prinz und mache einen Ausflug durch das ganze Land. Und ich denke mal, dass ich heute Abend so einen großen Hunger habe. Und ich würde mich freuen auf Götterspeise. Ist das möglich? Aber natürlich. Ich bringe alles mit. Also, hab einen schönen Tag. Ja, danke schön. Tschüss, Anna. Mein liebster Prinz Eduard. Dieses ist der Reiterhof. Auf dem war ich auch, als ich klein war. Wunderbar. Wir gehen mal zu dem Besitzer. Ja, das sieht schon sehr ansprechend aus. Ich reite ja fürchterlich gerne. Können wir denn auch öfter mal herkommen? Aber natürlich. Immer wenn es die Zeit erlaubt, darf ich herschauen. Hereinschauen. Komm, wir gehen mal hin. Herr Peters! Herr Peters! Hallo, Herr Peters! Darf ich Ihnen meinen zukünftigen Mann vorstellen, Prinz Eduard? Augenblick bitte. Eduard! Ja, ich komme ja schon. Ich wollte nur noch mal bei dem kleinen Jungen schauen. Das ist so eine nette Gesellschaft hier. Guten Tag, Herr Peters. Ja, guten Tag. Und ihr wollt jetzt öfter mal reiten kommen, oder wie sehe ich das hier? Gefällt es euch hier? Ja. Herr Peters, Sie wissen ja, wie gern ich herkomme. Ja, also das macht einen sehr guten Eindruck. Ich denke, da ich sehr gerne reite, dass ich hier öfter mal herkomme. Das ist aber ein wunderschöner Schimmel. Ich glaube, der gefällt mir gut. Ja, den dürfen Sie dann auch reiten. Der ist sehr, sehr ruhig, entspannt und kann auch mal ein bisschen schneller reiten. Ja, den dürfen Sie gerne nehmen. Das ist die Pitti. Das ist die Abkürzung von Peter. Weil ich ja Herr Peters heiße, heißt das Pferd Peter. Aber wir nennen das alle nur Pitti. Das ist witzig, oder? Weil Pitti sagt man ja eigentlich zum Mädchen. Ich finde das total witzig. Aber die Kinder haben das so genannt. Hallo Elisa. Ups, ich falle immer hin. Ich habe die falschen Schuhe an. Hallo Elisa. Hallo Marie. Oh, jetzt geht's aber los hier. Hallo Marie, wie geht's deiner Mutter? Danke Elisa, dir geht es sehr gut. Und wie geht es euch? Ach, ganz gut. Das ist mein zukünftiger Mann, Prinz Eduard. Ich zeige ihm heute den Zoo und
den Ponyhof hier und verschiedene Sachen, Reiterhof. Na? Ja, das finde ich toll. Der soll unser Land kennenlernen und unsere Schule und alles. Naja, die Schule werde ich ihm wohl gerade nicht zeigen. Aus der bin ich ja nun schon raus. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich gerne sehen möchte. Aber dieser Pferdehof hier, Reiterhof, der ist schon sehr schön. Und auf den Zoo freue ich mich auch. Ja, wunderbar. Tschüss, Elisa. Tschüss, Marie. So, dann lass uns mal weitergehen. Komm. Schau mal, Elisa. Da machen ein paar Leute Camping. Oh ja, ich habe noch nie gecampt, was man da so alles haben muss. Ja, die grillen wahrscheinlich auch. Ach, das macht schon Spaß. Ich habe das mal mit meinem Bruder gemacht. Aha, sehr interessant. Nee, also ich denke, ich gehe immer lieber in mein Bett, als in irgendeinem Wagen zu schlafen. Ja, na ja. Kleine Prinzessin auf der Erbse, nicht wahr? Ach, schäker nicht so mit mir. Nur weil ich da nicht so für bin? Nein, das war doch nur ein Spaß. Nein, das musst du auch nicht machen. Du wirst einmal Königin, meine kleine Prinzessin, und dann brauchst du sowas niemals zu machen. Ja, aber nett sind die Leute schon. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo! Ja, na dann lass uns mal weitergehen. Wiedersehen! Oh, Eduard, ich finde das so schön. Schau mal, der Elefant, der ist total zahm. Ja, aber ob der Pfleger nicht doch ein bisschen Angst hat? Weil der kann ja, der ist ja ganz schön stark. Nein, das glaube ich nicht. Guck mal, wenn der den schon kennt und jeden Tag füttert, dann ist der Elefant bestimmt sein Freund. Oh, guck dir dieses Kamel einfach. Das Kamel mal an. Wie schön das aussieht. Und die Affen. Guck dir die Affen an. Oh. Ja, und das Zebra. Wunderschön. Und schau dir da hinten das Tier an. Ach ja, ich bin begeistert. Es ist ein wirklich, wirklich wunderschöner Zoo. Ja, lass uns mal zu den Löwen gehen. Guten Tag, guten Tag. Oh, herrlich. Ich komme. Oh ja, die sehen aber mächtig böse aus. Ach. Ich glaube nicht, dass die so böse sind. Siehst du, die brüllen schon. Lass es lieber wieder weitergehen. Ja. Schau doch mal, da ist noch ein hübscher Tiger. Ja. Jetzt lass uns doch mal auf den Bauernhof gehen oder so. Ja, das können wir machen. Gut. Dann gehen wir weiter. Guten Tag, Prinz Eduard. Herzlich willkommen. Wir haben eure Verlobungsfeier schon schön gestaltet und alle Gäste sind noch leider nicht da. Danke. Wo ist denn mein Vater? Warum begrüßt er uns denn nicht? Ja, hallo, guten Tag. Wo ist denn dein Vater? Ihr Vater, gnädigster Herr, macht sich noch zurecht, hat ein bisschen Politik machen müssen. Gut, das ist meine Frau Elisa. Ich möchte sie Ihnen vorstellen, Prinzessin Elisa. Herzlich willkommen in unserem Haus, in unserem Schloss. Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen gleich alle anderen Gäste vor, sobald der König gekommen ist. Gut, dann werden wir jetzt erstmal etwas trinken und ich führe dich in dem Schloss herum. Ja, das ist total nett. Dankeschön.
Na, wo ist denn mein Sohn? Na, komm mal, mein Liebster. Hallo. Willst du mir gar nicht deine Frau vorstellen? Hallo, Vater. Doch, Elisa, ich glaube, sie unterhält sich da hinten. Elisa? Ja, mein Schatz, ich komme. Guten Tag. Guten Tag, Elisa. Oh, meine wunderschöne Braut hast du dir ausgesucht, mein Sohn. Meine Liebste, Königin, komm und lerne deine Schwiegertochter kennen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben ein wunderschönes Schloss. Ich habe schon alles gesehen. Also, unser Schloss ist zwar auch schön, aber Ihr Schloss übertrifft wirklich alles. Dankeschön. Mein Liebster, mir knurrt der Magen. Wollen wir ein bisschen essen? Alle Gäste sind jetzt da. Wir gehen jetzt ein bisschen feiern. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. So ein bisschen Politik machen? Geht auf den Magen, hat man ganz schön Hunger. Komm, lasst uns hinsetzen. Danke. Komm, meine Liebste, ich führe dich an den Tisch. Eduard, ich finde deine Familie total nett. Also dein Vater und deine Mutter, die sind echt eine Wucht und sie sind noch so jung. Ja, danke. Finde ich eigentlich auch. Sag mal, kann ich deine kleinen Geschwister auch noch kennenlernen? Vor allen Dingen das Baby möchte ich gerne sehen. Ja, aber natürlich. Vielleicht magst du ja mit meiner Mutter nach oben gehen. Ja, das wäre eine tolle Idee. Dankeschön. Das ist meine Kleinste. Die Hebamme kümmert sich darum. Das ist Evelina. Oh, die ist aber echt süß. So ein kleines Mäuschen. Oh, wo ist denn die Amme? Die steht hinter dir. Ich glaube, sie macht gerade die Wäsche. Oh, guten Tag. Ja, da ist sie. Ja, jetzt können wir hochgehen. Das fände ich toll, zu den beiden Kleinen. Ich habe gehört, ihr habt auch einen Papagei. Ja, und der kräht nur. Deswegen ist er oben bei den Kindern am Spielplatz. Okay, ich freue mich. Gehen wir die 2 Stufen nach oben. Entschuldigung. Dankeschön. Oh, hier liegt ja wirklich viel Spielzeug herum. Ja, die Kleinen sind ein bisschen unordentlich. Ja, dann wollen wir mal hin. Hallo, ihr beiden. Ich glaube, ich warte hier auf dich. Hallo, wo seid ihr denn? Versteckt ihr euch von mir? Ach, da seid ihr ja. Hallo, ich bin Elisa. Ich werde wahrscheinlich eure Schwägerin. Ich werde euren Prinzen Eduard heiraten. Das ist doch mein Bruder. Ja, das ist mein Bruder. Ja, das weiß ich. Und ich freue mich. Er ist ein ganz Lieber. Ich freue mich drauf. Mögt ihr denn euren Bruder? Ja, ich mag meinen Bruder sehr. Der spielt mit mir immer Fußball. Ich mag meinen Bruder auch. Wunderbar. Na, dann werde ich jetzt mal wieder los. Wir wollen nämlich noch ein bisschen das Land erkunden. Ja, also macht's hübsch, ihr beiden Süßen. Danke, wir wollen auch weiterspielen. Hast du unseren Papagei schon gesehen? Den schaue ich mir jetzt an. Oh, das ist aber ein hübscher. Was kräht er denn so? Ha? Ich glaube, der mag dich gar nicht. Warum mag der mich denn nicht? Was habe ich denn getan? Mein Bruder lacht sich ja kaputt. Der kräht nur, weil er sich gerade nicht traut. Naja, ich gehe dann mal. Tschüss. Oh, Elisa, du bist so eine wunderschöne Braut. Ich liebe dich. Dankeschön, Eduard. Ja, danke, liebe Kinder. Das Kissen ist wunderschön. Da wird sich Elisa aber freuen.
Kutscher, können wir los? Bläst du die Fanfare? Was sagt die Depesche? Alles in Ordnung. Sie können jetzt losfahren. Dankeschön. Du musst mir das nicht zu den Füßen legen. Ich komme, Elisa. So, meine wunderschöne Braut. Hopp, hopp, wir können fahren. Aye, aye, Sir.